Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich habe jetzt tatsächlich Zeit, hier mindestens zwei Spiele zu machen. Es ist Samstag. Ich bin, hat noch nicht so lange geschlafen, bin mal wieder müde und so, weil ich meine Freundin und einer ihrer Freundinnen zu einem Wellness-Wochenende irgendwo hinfahren musste. Und jetzt habe ich gerade noch Zeit, bevor Freunde kommen und wir Fußball schauen, und deswegen will ich jetzt das spielen. Und die Spieler, die ich bisher verloren habe, die habe ich verloren, weil ich die Spiele insgesamt zu locker angegangen. Oh, ich bekomme Schluckauf, verdammt. Zu locker angegangen bin. Zu locker angegangen bin und dadurch, ja, meine eigentliche Überlegenheit nicht ausspielen konnte. Eigentlich finde ich es ganz gut, dass ich die Spiele ein bisschen lockerer angegangen bin, weil diese verbissene Zwanghaftigkeit letzte Woche ja dazu geführt hat, dass ich auch ziemlich schwach gespielt habe teilweise. Aber ich brauche halt eine Mischung. Das Problem ist, man muss halt wirklich bei FIFA 18 noch viel mehr als bei den letzten FIFA-Teilen, muss man halt wirklich komplett konzentriert bleiben bis zum Ende, weil, wie gesagt, selbst bei dem 3-0, sobald der Gegner das 1-3 schießt, riecht er wieder irgendwelchen Aufwind, und dann kann es halt passieren, dass, wenn man nicht konzentriert weiterspielt, dass er dann halt das 2-3 macht, und dann ist alles wieder möglich. Deswegen, ja. Und es gibt halt auch immer die Möglichkeit auf dem Lackertor beim Gegner. Genau wie bei einem selbst natürlich auch. Und deswegen, man muss einfach bis zum Ende konzentriert spielen. Deswegen werde ich jetzt auch wieder nicht so viel quatschen. Mich super konzentrieren und versuchen, mehr in den Momenten zu reden, wo es dann halt einfach zeitlich möglich ist. Also wenn ich ein Tor geschossen habe, oder wenn ich halt wirklich kurz vor Ende 3-0 führe oder so. Das hat er nicht gut verteidigt. Hoffen wir mal, dass wir mit Brandtieren ein bisschen pumpen können. Es hat geklappt. Schöner Schuss von. Oh, ich Vollidiot. Ich dachte halt, ich kann mit Kramaric den Ball zurückziehen. Und hätte ich ihn natürlich ins Ausgehen lassen und in eine Ecke genommen. Aber schöner Schuss von Werner auf jeden Fall. Laufe ich schön mit Tolisso, der auch echt total unauffällig ist. Also, weiß nicht, das ist mir jetzt noch nicht wirklich krass positiv aufgefallen. Doch, ist er schon, aber ich habe mir echt mehr erwartet, sag ich mal so. Oh, das macht Kramaric gut. Okay. Ist auf jeden Fall was drin gegen den Gegner, das kann ich jetzt schon mal sagen. Kein Foul, okay. Schön mit Tolisso. Das war gut. Das habe ich auch wieder gemacht. Und nicht er selbst. Schwacher Pass mit Werner, aber war auch nicht so einfach. Der Pass hätte ich vielleicht nicht spielen dürfen. Fällt mein Angriff nicht so richtig in dem Spiel. Ich habe zu viele Ballverluste. Und bisher nur einen guten Abschluss gehabt.
Das hat er eigentlich gut antizipiert. Ich habe das zu spät gemerkt, dass er das antizipiert. Hätte ich vielleicht nochmal versuchen müssen, auf Brand zu passen. Der Abschluss war auch super schwer. Ah, schöner Kopfball von Tolisso. Also, das habe ich gemeint. Werner, schöne, einfache Drehung mit ihm und er macht ihn halt einfach rein. Wollen wir auch nicht flach schießen. Halt eigentlich keine körperliche Stärke, aber ist halt wendig. Und dann hat er ja auch im Champions League halt sein Dribbling verbessert und das reicht dann einfach aus. Aber Werner als Info wäre natürlich total böse. Wird auch mit Sicherheit irgendwann noch kommen im. In der Saison, es kann natürlich sein, dass ihr jetzt in eurer Zeitlinie schon eine Info habt von Werner, das weiß ich nicht. Ah, schwieriger Pass, schwach gespielt. Oh, der war aber auch nicht so gut. Straff aufgezogen, war aber auch nicht so einfach, weil er aus der Luft geschossen wurde, also so halb Volley. Ah, da war es, glaube ich, abgefälscht dabei. Werden wir leider nie rausfinden. Der war bitte zuletzt dran. Vielen Dank. Es sollte eigentlich eine Station weitergehen, aber so geht's auch. Schön mit Ginter abgefangen. Das haben wir gut gemacht. Das ist dafür nicht so sehr gut. Okay, ich bin nicht 100% zufrieden mit meinem Spiel nach vorn. Mit der Abwehrleistung bin ich eigentlich ganz zufrieden, aber er hat auch nicht geschossen. Aber das kennen wir auch schon. Ich hatte auch schon erste Hälfte geschießt, der Gegner kein einziges Mal aufs Tor. Und am nächsten, in der zweiten Hälfte dreht er komplett durch. Ich habe fast keinen Ballbesitz. Hatten wir auch schon. Deswegen hat das mal nicht so viel zu sagen für die zweite Hälfte. Muss ein bisschen aufpassen. Er antizipiert halt ziemlich straight forward. Also er experimentiert nicht groß. Sondern er antizipiert immer dahin, wo es halt am logischsten irgendwie ist. Ja, auch hier wieder, geht einfach nach vorne, weil er halt denkt, okay, der rennt eh einfach nach vorne. Och, Ginter! Jetzt bitte kein Pace-Tor. Nicht mit Toprak. Oh, ein bisschen Glück. Jetzt ist er deutlich aggressiver, deutlich mehr am Pressen. Macht auch ständig irgendwelche merkwürdigen Tackles, wie man sieht. Ich stelle mich extra so hin, damit er den Außen durchspielt, den Laufpass. Er macht ihn innen lang. Der ist sowieso abseits gewesen, ja. Ja, wieso kommt keiner kurz jetzt?
Konzentrieren, komm. Ja, das war halt gerade das Problem mit dem Körper von Werner. Dass er einfach total easy weggedrückt wurde. Schade. Boah, war das knapp durch zwei Leute durch. Er sollte nicht dahin gehen, aber er kam zum Glück an. Habe auf Passen gedrückt, aber okay, Freunde. Ich glaube, wir spielen gerade so, dass es der Gegner sehr eklig findet. Wenig Ballbesitz für ihn. Relativ sicheres Passspiel bei uns. Endlich hat er mal den Schrittfehler gemacht. Oh, da sollte der Pass nicht hingehen. Scheiße. Schön abgefangen von Toprak. Oh, das macht Werner schön. Oh, fuck! Komm nicht durch! Das war wieder ein schlechter Pass. Jetzt hat er eine Pause angemeldet, okay. Das war dumm von mir, das war dumm. Ah, zum Glück war das auch dumm. Och, es klappt auch noch. Totaler Katastrophenlaufpass eigentlich von ihm, weil er niemals ankommen dürfte, wenn er die da so spielt. Bender. Wenn er seinen Fuß reinhält, Kramaric, ne? Schade. Ah, das war auch eine Ecke. Ich glaube, ich werde mal Kramaric auswechseln. Der ist echt nicht so geil wie Brandt. Gegen Alessandrini, den Rest lasse ich so. Wir haben uns aber echt nicht nochmal krass Torschancen ausgespielt, deswegen umso besser, dass wir uns da, dass wir die da genutzt haben mit Werner. Aber wie gesagt, mit meiner Verteidigungsleistung kann ich auch bisher in der zweiten Hälfte zufrieden sein, aber der Gegner macht es mir jetzt auch nicht so extrem schwer. Fällt mir ein, ich müsste eigentlich mal wieder die Standardrollen neu verteilen, wir haben ja doch den ein oder anderen neuen Spieler mit drin im Verein, im Team. Eigentlich in beiden Teams. Ja, schöne Flanke, die kam genau dahin, wo sie hin sollte, zu Brandt. Der ist halt nicht kopfballstark, aber das erschien mir ja gerade sehr sinnvoll. Wollte der wirklich schießen oder wollte er eine Schussdeutung machen? Weil das. Ich weiß nicht, der Schuss. Ja, das war eine merkwürdige Position für einen Schuss. Sehr gut. Wen hat denn der auf da auf außen? Der ist so schnell, der Schwarze da. Keine Ahnung, wer das ist. Eieiei, da dachte ich echt, da geht rein. Das war ein schöner Schuss. Perspektive trügt halt immer so. War der Glück. Oh, oh, zum Glück abseits. Das wäre sonst, denke ich, ein Tor gewesen.
Eieiei. Grätscht er denn dahin? Jetzt wird er aber halt hyperaggressiv. Muss man natürlich ausnutzen. Komm, Alessandrini, du bist frisch. Also. Also, das finde ich jetzt krass, dass Werner den nicht macht. Das finde ich krass, den habe ich echt drin gesehen. Aber gut, ich hoffe mal, wir bestehen es ja auch mit einem 1-0. Tabrak! Wieder Alessandrini, der macht echt einen sehr guten Job. So, 90. Jetzt gehen wir ein bisschen auf Zeit. Alter, war geil gespielt, war richtig geil gespielt. Krass gehalten von Perrin, hätte ich vielleicht sogar hochschießen müssen in der Situation. Sehr geil, krass 1-0, ne? Das ist ultra seltenes Ergebnis bei FIFA 18 noch seltener als eigentlich bloß 0-0 und Verlängerung etc. Aber oh, Tolisso auch direkt mal Mann des Tages, wahrscheinlich Vorlage gespielt, denke ich mal. Ja. Ich glaube, Tolisso ist auch einfach so ein Unauffälliger, der aber in Wirklichkeit ganz viel macht fürs Spiel etc. Und er ist auf jeden Fall besser als Hector, also darüber brauchen wir nicht reden, es geht nicht darum, aber besser als Hector ist. Ich hätte ihn mir nur noch krasser vorgestellt, also so wie ein Khedira, der wirklich nicht jetzt unbedingt nur wegen seinen Toren, sondern Khedira ist ja auch defensiv und generell auch so offensiv total auffällig, also richtig, richtig krass positiv auffällig. Und das habe ich mir in vielleicht etwas abgeschwächterer Form auch erhofft bei Tolisso. Was, ach so, Moment, Spielerrollen, bevor ich wieder vergesse. Mal gucken, was sie mir vorschlagen. Ah, seht ihr? Eckstößen, kurzer Freistoß etc. sind jetzt alles Strootmann. Und deswegen machen wir es auch direkt nochmal in dem anderen Team, Bundesliga. Boah, vor allem, wie lange wir jetzt Strootmann schon haben. Und hier Kimmich macht dann nämlich die Ecken. Ah, alles klar. Interessant, interessant. Ich muss einfach dran denken, dass ich das wieder einführe, dass ich das immer mache, sobald ich einen neuen Spieler drin habe. Weil ich denke, gerade so bei Ecken, also gerade was so die Flanken angeht, nach Eckstößen, da habe ich weiß gar nicht, am Anfang von FIFA 18. Nehmen wir die andere Farbe. Nehmen wir mal bitte die andere Farbe. Okay, kein Bock. Am Anfang von FIFA 18, da war das, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wen ich da hatte. Auf jeden Fall war es halt, glaube ich, so, dass derjenige, der in der Bundesliga total beschissene Ecken getreten hat, die sonst wohin gegangen sind, und der in der Calcio A, da hat meistens die Ecken dahin geschlagen, wo man hingezielt hat. Deswegen denke ich schon, dass es einen Unterschied macht. Okay, hier hat er jetzt einen Hybrid aus Bundesliga, wo Werner mit von drin ist. Schneller Sturm, Deadeye bei Werner, Hawk bei den zwei Flügelspielern. Den langsamen Kimmich, habe ich das gerade richtig gesehen? Er hatte Hawk. Hawk auf Kimmich als Rechtsverteidiger. Hawk. Das macht Pace, Schuss und defensiv. Pace, Schuss und Physis. What? Wieso gibt man denn einen Außenverteidiger Hawk? Oder ist das so aggressiv? Ist das so ein zweiter Stürmer bei ihm oder was? Von Kater habe ich nicht so viel Gutes gehört. Es soll sich nicht so geil spielen lassen in der in FIFA 18. Okay, konzentrieren. Wir haben sehr konzentriert gespielt, auch wenn wir nicht gut nach vorne so gespielt haben. Also ich hätte lieber anders besser gespielt. Waren wir sehr konzentriert und können dadurch eine recht gute Abwehrleistung. Oh, das hat er leider gut gespielt, aber glücklicherweise. Oh, scheiße, kein Tor. Das wird ein ultra schwerer Gegner. Khedira wieder. Das ist ein Fall. Ultra schwerer Gegner, weil so langsam. Oh nein, bitte nicht verletzen. So langsam und konzentriert wie der spielt im Aufbau, in den Pässen, wird es einfach richtig, richtig schwer gegen ihn. Da bin ich mir ziemlich sicher. Scheiße.
Oh, danke, Donnarumma. Danke, danke, danke. Leider war das nämlich kein Abseits. Genau richtig gespielt. Also, ich würde sagen, das Spiel wird ultra schwer. Zum Glück jetzt noch 0-0. Weil bisher spielt der Gegner wirklich gut. Es ist sogar ein Foul. Zum Glück hat er jetzt den Vorteil nochmal gepfiffen, weil sonst wäre der Gegner nämlich ziemlich geil zum Ball im Strafraum gekommen. Oh, den hat man fast. Den hat man. Haben wir wenigstens den Fuß drin. Können die Spieler ein bisschen rausrücken. Ist auch so ein Gegner, wo ich es ultra schwer finde, eine gute Mischung aus abwartend und aggressiv verteidigen zu finden. Danke, Donner. Oh, da war niemand mehr, El-Sharawi. Bleibt da auf der Linie stehen. Hat der ein Glück gehabt, der Gegner, weil es war so ein krasser Stellungsfehler. Er hatte schon wieder mega Glück. Komm, Philippe. Oh, du hast mal Platz. Komm. Wie ein Khedira die Spieler einfach immer so abprallen. Das ist richtig geil. Nochmal ein guter Angriff, und da hätte ich eher raffen müssen, dass ich den Ball nochmal bekommen. Hat er gedacht, dass ich auf diesen billigen Trick reinfalle, aber nicht mit mir. Okay, er hat Stellungsfehler in der Abwehr, das ist geil. Also das. Scheiße, nicht scharf genug. Das ist schon mal schön, weil da können wir ab und zu vielleicht mit ein bisschen Platz durchlaufen. Hätte ich noch einen Schritt gehen können. Boah, das wäre so ein geschenktes Tor gewesen. Glück gehabt. Spannendes Spiel auf jeden Fall. Okay, er deckt zu. Oh, abseits.
gerade. Wäre auch nicht angekommen dabei. Okay, spannendes Spiel, krasses Spiel. Ich würde sagen, er ist ein Tick gefährlicher im Angriff als ich. Hat auch schon bessere Chancen gehabt, würde ich sagen. Aber wir nehmen uns auf jeden Fall nicht viel. Und vielleicht schaffe ich es ja, die zweite Hälfte für mich zu entscheiden. Hier, und das meine ich halt, er hat da Fehler, weil er zu aggressiv drauf rennt. Das ist ein klares Foul, was nicht gepfiffen wird. Schade. Ich dachte, ich probiere mal was Unorthodoxes. Oh, der Pass darf halt nicht ankommen, ey. Perfekter Zeitpunkt. Schade. Schade, war mal richtig geil gespielt. Und den hätte Khedira nehmen können, den Ball. Jetzt hat er ihn. Nein! Oh, das waren 11 Meter zum Glück. Aber dafür konnte ich nichts. Mein Spieler läuft halt einfach nur ran und er fällt um, aber es ist trotzdem ein Elfmeter gewesen. Da haben wir fettes Glück gehabt, ey. Abgefälscht! Oh mein Gott! Oh mein Gott, von Icardi abgefälscht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schuss Khedira, aber abgefälscht, unhaltbar. Ach, das war sogar ein Eigentor. Also Icardi war zwar zuletzt von unseren Spielern dran, aber dann waren noch Gegenspieler dran und dann unhaltbar abgefälscht. Zählt es denn als mein Tor? Oder? Ja, ist hier wirklich als Tor von Icardi, krass. Freue mich natürlich für Icardi, aber ziemlich Lackertor. Also krasses Lackertor. Richtig krasses Lackertor. Und jetzt noch ein zweites machen. Konzentrieren, come on, Baby, come on. Danke, Donnarumma. Oh, zum Glück. Aber da habe ich auch alles probiert. Ich war die ganze Zeit dran und habe den Ball nicht bekommen. Da haben wir echt Glück gehabt.
Krass gemacht von Lichtsteiner. Im Glück standen wir da im Weg. Nein, noch einmal weiterleiten. Hab schon aufpassen gedrückt. Fuck. Zu lange rumgeeiert, aber viel Zeit von der Uhr genommen. Was für ein dreckiger Lacker, ey. Och, meine Fresse. Der Ball hätte nie bei ihm ankommen dürfen. Egal, es ist verdient, der Ausgleich. Also es ist einfach kein verdientes Sieg. Kein verdienter Sieg wäre das gewesen, also es ist verdient, dass wir jetzt hier in die Verlängerung gehen, für ihn, aber es ist natürlich trotzdem bitter, dass er jetzt hier den Ausgleich frisst, zumal man das hätte verteidigen können und ich stand auch direkt drinnen im Pass und er kriegt den scheiß Ball nicht, ey. Fuck. So eine Scheiße, ey. Oh! Egal, dann gewinnen wir halt die Verlängerung. Oh, wir waren fast durch. Alessandrini hat den Ball eigentlich. Macht immer wieder den Fehler. Oh, schöner Schuss. Oh, wir waren zuletzt dran. Scheiße.
Oh. Danke. Ich wusste, dass er dahin spielt. Scheiße! Okay, dann jetzt aber an der Hälfte, come on. Scheiße, schlechte Ballannahme. Abseits. Ich kann den Ball auch nicht spielen. Schade. Aber ich konnte nicht von da, also ich konnte schon schießen, aber ich denke, es wäre nicht so effektiv gewesen. Deswegen habe ich mich überlegt, da nochmal abzulegen oder zu passen. Schön gemacht von Musaccio. Alessandrini. Jetzt konzentrieren, come on, Baby, das 2-1 über die Zeit bringen. Und ich muss sagen, ich habe mich auch gesteigert im Spiel nach vorne. Ich bin besser geworden. Ich habe seine Schwächen besser ausgenutzt. Schön getribbelt, auch mit Alessandrini, würde ich sagen. Richtungen gewechselt. Schwieriger Abschluss mit Brozovic. Auch ein bisschen Außenriss dabei, würde ich sagen. Den habe ich da auch nicht getraut, flach zu schießen. Deswegen habe ich ihn normal geschossen. Jetzt Abwehrriegel rein. Sehr geil wieder. Oh, das war ein guter Einsatz von El Shaarawy. Yes! Und das habe ich gemeint. Zwei Spiele in Folge gewonnen. Und das habe ich gemeint. Ich habe 1-1-0 gewonnen. Jetzt habe ich hier 2-1 eine Verlängerung gewonnen. Jeweils nur mit einem Tor Unterschied. Das war ein super schwerer, anstrengender Gegner. Aber ich habe mich konzentriert. Bin trotzdem locker geblieben und das war das Geheimnis zum Sieg. Sehr, sehr geil. Das sind auf jeden Fall die besten zwei Spiele, die ich in dieser Weekend League gemacht habe. Die zwei Spiele waren besser als alle Spiele, die ich in der letzten Weekend League gemacht habe. Und vom Konzentrationslevel kommen sie auf jeden Fall an die Gold 1 Weekend League von vor 2 Wochen ran, wo ich die letzten 5 Spiele wie ein junger Gott gespielt hatte. So habe ich noch nicht gespielt, weil im Spiel davor war noch nicht so konsequent, noch nicht so kaltschnäuzig und abgebrüht wie in der Weekend League vor 2 Wochen, aber das war schon richtig geil. Und Alessandrini als Einwechselspieler, Man of the Match, geil. Der hat ja quasi nur die, hat eine Vorlage, hat ja quasi bloß die
die Verlängerung gespielt, ein bisschen vorher schon, und hat hier eine klar bessere Bewertung als Brozovic, der ein Tor gemacht hat und eine Vorlage. Sehr geil. Paraden 7, 5, ja, auf jeden Fall. Ich denke, unterm Strich, also ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben oder könnt mir schreiben, wie ihr das seht. Aber ich würde sagen, unterm Strich geht mein Sieg knapp in Ordnung. Also dieser knappe Sieg geht, denke ich, in Ordnung. Ich habe mich, denke ich, so gesteigert im Spiel, dass ich sagen muss, dieses eine Tor Vorsprung spiegelt auch die Leistung wieder. Also, wenn ihr das anders seht, schreibt es mir gerne, aber ich würde sagen, das war so. Aber es fällt mir gerade aus, es hat einfach einen merkwürdigen Namen, einfach nur eine Zahl, krass. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Ja, Alessandrini, krass geiler Spieler. Schade, dass es halt in der Liga ist, die ich nicht wirklich spielen möchte. Aber gut, ich sag mal, wenn Alessandrini jetzt nicht in der Liga spielen würde, dann könnte man ihn sich halt auch nicht preiswert als Info mit diesen Werten kaufen für einen Wechselspieler. Und man weiß ja auch gar nicht, ob er als Spieler von Anfang an so abgehen würde wie als Wechselspieler. Das habe ich ja auch schon gehabt, dass ich Spieler hatte, die als Wechselspieler da gut funktioniert haben, aber als Stammkraft nicht. Oder umgedreht, als Stammkraft mega geil, aber als Wechselspieler irgendwie gar nicht funktioniert haben. Deswegen, man weiß es nicht, aber ich bin total zufrieden. Also, ganz ehrlich, irgendwann kommt ja dann mal ein zweiter Wechselspieler dazu. Iniesta hat noch ein Spiel, aber ich bin auch ehrlich, der Iniesta funktioniert einfach nicht auf dieser Sechser-Position. Wisst ihr was? Eigentlich hätte ich das auch schon eher machen können. Ich werde ihn jetzt rauskicken. Vielleicht habe ich ja mal irgendwann Liga BBVA-Team, da kann ich ihn dann vielleicht mal spielen. Aber das ist einfach Verschwendung, ihn einzuwechseln. Das bringt gar nichts in meinen Augen. Deswegen nehme ich etwas anderes rein. Und ich glaube halt auch, dass Özil einwechseln nichts bringt, weil die ZOM-Position, die will ich nicht wechseln. Dann habe ich hier einen Linksfuß, der keinen rechten Fuß hat. Da müsste ich mich auch erst einspielen. Bringt gar nichts, denke ich. Also Özil werde ich auch nicht verwenden. Kater werde ich nicht verwenden. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Torhüter einwechseln will und dafür einen Wechsel verschwenden möchte. Ich glaube, ich schaue mich lieber um nach einem anderen guten Wechselspieler für die Flügel, damit ich halt meine beiden Flügelspieler auswechseln kann. Oder ich sag halt wirklich, okay, ich will Defensive stärken und nehme mir noch einen. Ich glaube halt echt, das könnte dieses Jahr Sinn machen, dass man den Sechser wechselt und einen LM oder RM. Also ich nehme ja nur zwei Wechsel und nicht drei. Ich bin am Überlegen. Ich meine, das muss ich mir nochmal so überlegen. Das kann ich jetzt, glaube ich, nicht entscheiden, wie ich das am besten mache. Ich könnte natürlich zumindestens erstmal Silva nehmen, weil Silva kann man auch ohne Probleme als Sechser spielen. Logisch. Guck dich die Werte an. 72 Tempo reicht komplett aus. Gutes Dribbling, guter Pass, hervorragende Defensive. Godin ist vielleicht schon ein bisschen langsam, aber ich glaube, als Wechselspieler würde sogar Godin als Sechser funktionieren, weil als Wechselspieler ist es dann nicht mehr ganz so schlimm, wenn er einen Tick langsamer ist, weil die anderen ja alle weniger Ausdauer haben. Also werde ich wahrscheinlich erstmal die Innenverteidiger, die drei, die ich habe, die werde ich wahrscheinlich erstmal verbrauchen, um die als Wechselspieler für den Sechser zu verwenden. Und dann kann ich auch, denke ich, danach besser entscheiden, ob ich wirklich einen Sechser mit auf der Bank haben will, den ich dann als Wechselspieler fest habe, oder ob ich doch wirklich auch wieder auf zwei Mittelfeldspieler zugreife, LMRM. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal Silber rein. Iniesta war dumm, hätte ich eher schon mir sparen können, denke ich. Aber okay. Guck mal nochmal ein bisschen. Für eine weitere Aufnahme habe ich jetzt an diesem Samstag leider keine Zeit. Ah, dieser Icardi, es ist schon krass, oder? Ich verstehe nicht so richtig, was da los ist. Wieso dieser. Aber ich glaube, bei dem Icardi, da war. Also beim Icardi, der hatte über zwei Scorerpunkte pro Spiel. Und hier in vom Icardi ist davon noch sehr weit entfernt. Ist trotzdem super geil. Ich werde ihn jetzt nicht austauschen, keine Angst. Aber ist trotzdem noch sehr, sehr weit davon entfernt. Und ich glaube, Icardi hat einfach das Glück, dass er das eine Mal diese 8 Spiele hatte, wo diese 8 Scorerpunkte gemacht hat. Weil das macht halt. Das gibt ja einen ordentlichen Vorsprung. Aber trotzdem. Ich bin nicht enttäuscht von der Leistung. Von der Leistung, er hat so geile Tore gemacht. Er hat macht unglaublich geile Tore. Er hat bisher die geilsten Tore im Spiel gemacht als Stürmer. Aber er hat halt insgesamt nur so wenig Scorerpunkte. In Anführungsstrichen sind immer noch mehr als ein pro Spiel. Aber ich bin halt ein bisschen überrascht, dass er da nicht noch krasser ist. So, er hat hier auch mehr als ein Scorerpunkt pro Spiel. Ist halt auch ultra krass, was hier abgeht in ihm. Der hat 21 auf 60, also mehr als alle drei Spiele ein. Der hat 20, 24 auf 41 hat mehr als 0,5 Scorerpunkte pro Spiel. Ich sag ja, Felipe Anderson bisher, zumindest bei den festen Verpflichtungen, bester Außenmittelfeldspieler. Aber ich würde schwören, dass Alessandrini noch geiler wäre, wenn wir den fest spielen könnten. Dann in fünf Einwechselspielen hat er schon zwei Scorerpunkte. Das ist schon nicht schlecht.
Khedira, 3 Tore nach 5 Spielen, ist krass für einen Sechser. 5 Scorerpunkte nach 30 Spielen gefällt mir eigentlich auch ganz gut für einen Sechser. Ghulam hat, glaube ich, mal Elfmeter getreten gehabt, deswegen hat er hier auch 4 Tore und 3 Vorlagen, ist auch nicht schlecht, 66. Musacho schon 2 Tore und eine Vorlage. Ja, jetzt wollte ich auch schauen. Benatia erst eine Torvorlage und noch kein Tor, gar nichts. Ich sag ja, Musacho fühlt sich wirklich besser an als Benatia. Ich weiß nicht, was da los ist. Eigentlich spricht alles für Benatia. Und gar ganz klar. Ich bin eigentlich mittlerweile sogar schon so weit, dass ich sage, der nächste Spieler, den ich hier mir kaufe als Innenverteidiger, den werde ich für Benatia nehmen. Weil Musacho gefällt mir einfach. Ich denke, ihr seht es ja auch. Der hat einfach so viel krasse Balleroberungen und positive Situationen im Spiel. Und wann fällt denn. Also Benatia ist noch nie negativ aufgefallen, aber wann fällt denn der mal positiv auf? Von daher, nächster Spieler wird dann halt ein Ersatz für Benatia. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. So, Lichtsteiner, 34 Spiele, 5 Vorlagen. Da tritt aber, glaube ich, auch die Ecken. Oder hat sie getreten, das macht es Strootmann. So, was haben wir hier? Bender. 2 Spiele, ein Tor, eine Vorlage. Und das als ganz frischer Spieler noch. Schmelzer, 42 Spiele, 2 Vorlagen. Ja, Alessandrini kennen wir schon. Brandt, 3 Spiele. Das ist noch nichts sagen. Aber da fühlt sich mega geil an, Brandt. 62 Spiele und 61 Scorerpunkte. Nicht ganz ein Scorerpunkt pro Spiel, aber nah dran. Tolisso, 3 Spiele, eine Vorlage ist auch gut. Ich denke, bei Tolisso habe ich einfach meine Erwartungen einen Tick zu hoch angesetzt. Das ist schon ein guter Spieler auf jeden Fall. Auf jeden Fall viel besser als Hector. Kramaric, 31 Spiele, 14 Scorerpunkte. Ja, ist er gar nicht so weit weg von 0,5. Also da muss man echt sagen, dass El Shaarawy, der In vom El Shaarawy, dass der halt echt hinterherhängt. Der ist echt scheiße. Also, der ist wirklich scheiße. Man muss es so sagen. Also, jetzt, ne? Für das, was er eigentlich gekostet hat, was er wert sein sollte, 40.000. Ich schaue direkt, was er momentan kostet. Er hat ja auch die oberste Preisrange erst bei 65.000. Das heißt, so viel gewinnen kann er. Ach, scheiße, Alter. Ich habe 38.000 ausgegeben. Da kostet 35.000. Was? 33? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe generell das Gefühl, dass dieses Mal in FIFA 18 das nicht so gut am PC funktioniert, wie von wegen zeitige Informs kaufen. Die steigen dann einfach automatisch krass im Preis, weil sie nicht oft auf dem Markt sind. Ich habe ja selber gesagt, dass einfach viel, viel mehr Leute FIFA 18 spielen. Dadurch werden die auch mehr gezogen, die Karten. Und man hat nicht mehr so ein einfaches Plus in den Informs. Guckt euch mal an, wie oft dieser El Shaarawy auf dem Markt ist. Na toll, das kann ich komplett vergessen, mit dem irgendwann einen Gewinn zu machen. Und Scheiß. Für fast 40.000 gekauft, der ist total im Preis gesunken. Aber vielleicht haben die anderen Spieler ja genau das gleiche Gefühl wie ich, dass er sich einfach nicht so geil spielen lässt. Und ich denke, vor allem als LM passt er überhaupt nicht. Vielleicht als linker Stürmer funktioniert er wahrscheinlich ziemlich gut mit seinem starken Dribbling, mit seinem Tempo und mit seiner Abschlussqualität, wenn man ihm den richtigen Champions League Style gibt. Aber als LM ist einfach das Problem, er hat nur 2 Sterne auf den schwachen Linken, mit links wird oft gepasst auf der Position. Und dann verkackt er die Pässe halt auch teilweise einfach. Also ich denke, der passt einfach nicht zu mir. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie. Weil er sticht schon heraus, finde ich. Also von der Leistung. Im negativen Sinne aber leider. Da gefällt mir eigentlich sogar Kramaric noch besser als El Shaarawy, weil auch rein von den Scorerpunkten her, er macht halt hier nur 3 Scorerpunkte pro aller 3 Spiele ein Scorerpunkt, also 0,33. Er macht fast 0,5 und fühlt sich auch ganz gut an. Und was auch auffällig ist bei ihm, ausgeglichen: 7 Tore, 7 Vorlagen, und bei El Shaarawy sind es halt 13 Tore und 8 Vorlagen. Also da sieht man schon, die Vorlagen sind nicht so einfach. Ginter, 51 Spieler, ein Tor. Toprak, 35 Spieler, ein Tor. Kimmich, 18 Spieler, eine Vorlage. Und Werner, 4 Spiele, 9 Scorerpunkte. Sehr geil. Das wäre natürlich krass, wenn der mehr Scorerpunkte erzeugt als Icardi. Aber Icardi hatte bisher die besseren Abschlüsse. Aber vielleicht hat Werner einfach auch ein bisschen Glück gehabt am Anfang. Wie gesagt, der normale Icardi hatte ja auch Glück gehabt mit seinen 8 Scorerpunkten da in einem Spiel. Gut, das war's. Ihr habt gesehen, ich quatsch ganz viel, weil ich jetzt eigentlich total Bock habe, weiter aufzunehmen nach den 2 grandios konzentrierten Spielen. Aber ich kann nicht. Ich bekomme gleich Besuch. Und die restlichen 18 Spiele müssen wir dann am Sonntag machen. Mit dem kleinen Vorteil, dass ich am Sonntag viel eher anfangen kann und mehr Zeit habe und mir das einteilen kann und in Ruhe die 18 Spiele spielen kann und ich diesmal auch alle 18 machen möchte. Kleiner Nachteil, ich bekomme dann Besuch. Ich weiß nicht, wie lange das heute noch wird, wie feuchtfröhlich das wird. Es kann also sein, ich bin morgen wieder ein bisschen knülle. Ihr werdet es in der nächsten Aufnahme wieder hören. Oh, ich habe jetzt zwar Zeit, es ist erst, keine Ahnung, um 2 oder um 3. Ich habe jetzt Zeit zum Zocken, aber ich bin noch total im Arsch von gestern. Egal, bis zum nächsten Mal, euer arschiger Paxis. Tschüss. Oh, und ich sehe gerade, meine Statistik wird auch immer besser. Sehr schön. Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann wieder zu zwei, zu der Statistik komme von 2 zu 1, also 2 Siege auf eine Niederlage, weil man halt fast nie Liga spielt, haben wir fast keine Unentschieden. Aber ist sowieso schwer, Unentschieden in der FIFA 18. Egal, macht's gut, tschüss.